will es wissen, ich will es wissen. Hey Leute, uns erwartet, ich kann das schon mal ein bisschen vorwegnehmen, Leute, uns erwartet nämlich gleich ein kleiner Zwischenboss-Fight. Und da gibt's eigentlich... Gibt's da ein Dings für, was den Kampf eigentlich sehr leicht macht. Aber ich weiß nicht, wo ich das hab, Leute. Also das Dings, was ich dafür benutzen könnte, habe ich halt noch nicht. Jetzt habe ich's. Geil, Leute. Yeah, die Reißzwecke! So, ihr werdet schon sehen, Leute, ihr werdet sehen. So, das wollte ich nur haben. Ach man, ey, wie cool, man, ey. So, wieder im Bilde, wir sind nicht stuck. Wir sind nicht stuck, aber ey. Das wusste ich, habe ich damals, glaube ich, auch nicht gewusst. Wenn ich mich jetzt wieder daran erinnere, ich glaube, das habe ich damals auch nachgucken müssen. Chris meint gerade schon, dass er damals einen Guide machen muss. Ich glaube, aber ich auch. Sortieren. Passt. Willkommen, Mann. So, wir brauchen einmal ganz wichtig den Angelhaken. Und optional für Easy Win. Alter, ist die so groß? Ich muss wieder verkaufen, Leute. Oder wegschmeißen, muss ich sagen. So. Klappt das jetzt? Jetzt muss es klappen. Reißzwecke! Cool! Man sieht sich, hau rein, Hoshi. So, jetzt aber ganz wichtig, trotzdem Speicher, ich hab trotzdem Angst. So, speichere trotzdem nochmal, ich weiß aber, egal. Ist egal, Mann. Das dritte Kapitel, ey, die doch ganz schön lange. Warum geht das so lang? Weil ich glaube, ich habe diese Stelle da bei dem Hafen, wo jetzt der Groschen gefallen ist, bei mir, ich glaube, die habe ich auch ganz am Anfang, so wie jetzt, halt ja nicht gewusst, was da noch weitergeht. Ich habe nur das Schiff gesehen und dachte mir, Dann musste ich, da habe ich echt einen Guide geguckt, eine Lösung geguckt. Und dann hieß es so von wegen, ja, beim Hafen geht's noch weiter. Aber, was? Und dann halt, oh. Schlüsseler, normalerweise fährt dieses Schiff richtig weit. Hör mich an, Reisender. Die Welt ist gewaltig und unermesslich. Auf schneebedeckten Gipfeln und Feuerspucken und Vulkanen erwartet dich ein großes Abenteuer. Ja, hast du das schon? Was man jetzt hier hin soll? Hast du schon die Legende vom riesigen Angelhaken gehört? Okay, man kriegt hier so wieder so den Hinweis noch, okay. Er soll so groß sein, dass man damit einen Fisch fangen kann, der größer ist als alles, was unsere kleinen Köpfe sich ausmalen können. Tja. Also, es heißt, dass dieser Haken wirklich existiert und dass er auf ein Fischerboot verladen wurde, das gestern den Hafen verlassen hat. Ich muss schon sagen, das klingt nach einem echt großen Haken. Den habe ich doch. Leute, hier sollte jetzt eigentlich was passieren. Warum passiert das nicht? Sag nicht, ich muss echt erstmal den normalen Haken hier herholen. Nee, das wäre nicht. Na gut, denn. Mal gucken mit dem Boot. Muss ich nochmal die Schere nochmal holen? Der Feige ist mit dem Boot. Probiert das einfach aus. Sollen wir verschwinden? Verschwinden wir. Dann legen wir ab und fahren das weite Meer. Volle Kraft voraus, Mann. Das ist doch merkwürdig, oder? Wir fahren ja gar nicht. Wir haben doch eben erst dieses fahrmaledeite Schiff repariert. Was ist denn jetzt das Problem? Es ist noch festgetaut.
Ey, aber deswegen lässt uns wirklich fahren, oder wie war denn auch, Leute, das ist alles so gewesen. Ja, kommt jetzt nochmal eine Schere für das Seil. So, da zeigt das Spiel, ne? Eieieiei. So, ich glaube, die Kurve mehr war einfach. Die könnte ich mir jetzt umsonst natürlich in Welt 1 nochmal holen, aber. Ich hab die Kohle. Ihr habt doch schon wieder so viel gesubbt hier, deswegen. Oh je. Yeah. Jetzt die Schere klappt nicht. Hallo. Ich hab die Ware, such dir was aus, Mann. Geht mal her. 90 Münzen. Du bist teuer. Ah, das ist jetzt wirklich so eine Stelle, wo man sich fragt, okay, woher soll ich denn das wissen? Ich bin deswegen ganz froh, und ihr könnt es auch sein, dass ich es halt nicht blind spiele. Dass ich es dann doch schon kenne, ne? Da, da, da. So, aber jetzt endlich mal, können wir jetzt mal bitte den neuen Boss machen? Den Mini-Boss. Da, 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 da. Ach, wie schön. Stelle, ey, wird hier gar nicht kommuniziert richtig, aber egal, ist doch alles egal. So, komm, das Seil ist richtig dünn. Ich meine, das ist aus Papier, das Seil. Ey, wir, das geht jetzt nicht. Weil ich, aber sich, nee, wir haben ja erst nur diese eine Schere. Ich weiß aber, dass es später noch andere Scheren gibt. Simple as that. So. Erledigt. So, dann Leute, let's go, let's go, let's go. Hoshi, wir fahren jetzt. Verschwinden wir hier. Dann legen wir mal los, Mann. Oh je. Der Tod winkt uns. Tschüss, Tod. Alter! Oh, oh. Okay, das zu früh gefreut. Was ist denn los, Mann? Was überall ist in der Welt? Ach du gute Güte, war das eine Monsterwelle? Es ist da draußen im Moment eindeutig zu gefährlich für dieses Schiff. Boah, da ist er! Okay, du Schwein. Fetter Fisch, ey. So, und für den Kampf tatsächlich brauchen wir ja diesen Angelhaken. Den Tipp kriegen wir ja wenigstens von dem da. Wenn er uns anguckt. Ah! Oh! Ist sogar richtig so ein Boss, ey. So, Leute, Strategie wie folgt. Erstmal kloppen. Erstmal einfach kloppen. Alter, boom! Oh. Super, ein Knacks. Und das ist das Problem. Der würde sich immer wieder heilen im Wasser, deswegen brauchen wir den Angelhaken, Leute. So, Maxi Cheep Cheep, ey. Komm raus, du Hund! Fisch. Alter. Oh shit, ey! So, Leute. Jetzt muss ich überlegen.
Ich glaube, der wird noch größer. Und dann... Also ich weiß es nicht mehr. Wartet mal, wartet mal. Wow, Alter! So. Und jetzt die Reißzwecke. Bringen wir immer schön zum Platzen. Das Dumme und das Fiese ist, dass wir dadurch auch übelst Schaden bekommen. Da muss man halt auch vorher wissen, aber ich habe ja genug Energie. Reißzwecken-Kombo. Oh! Boah! Ey, der Instant-Kill! Als ob nicht gewesen wäre. Donnerwetter, es ist Mario, der Meister. Ich meine, so ein Riesenfisch, boah. Du musst mir glauben, dich den Meister zu nennen. Er ist tot, Leute, aber... Ja, da müssen wir jetzt anscheinend doch erstmal mit dem Boot fahren. Weil ich finde ja nichts mehr in dem scheiß Wald da. Ich wüsste ja nicht mehr. Oder wie sagen wir, was das mit Kapitel 3 ist? Auf jeden Fall... Das war damals aber fies, ey. Solch ein monströser Cheep-Cheep, ey, der aus den Meeresfluten emporsteigt. In der Tat ist die See eine unergründliche Quelle der Schrecken. Verglichen mit diesem Koloss erscheint mir meine eigene kleine Existenz zu winzig. Ich denke, ich werde mich für eine Weile aufs Festland zurückziehen, um in mich zu gehen und darüber nachzudenken, wer ich eigentlich bin. Mit anderen Worten, Mario, ich trete zurück. Übernimm du das Steuer und mach dir dieses Schiff zunutze, wie du es für richtig hältst. Hiermit ernenne ich dich zum Captain. Sei gegrüßt, Captain Mario. Okay. Let's go! So, ich glaube, da haben wir aber die Hafenwelt, glaube ich, abgeschlossen. Können wir einfach schon mal machen. So. Alter, guck mal, jetzt haben wir. Aber eigentlich, das sind ja schon die anderen Welten. Jetzt Welt 6. Fröstelhöhe. Der Dschungel. Ja, aber ich glaube, das ist alles noch ja nicht so. Das kann doch noch nicht sein. Mann, Mann, Mann. So, wir gucken noch nach weiteren Türen. So, das war das. Okay, das war jetzt eine richtig fiese Stelle, aber. Weil das war doch jetzt. Wir können da nicht mehr machen. Wo muss ich denn jetzt hin? Sind wir jetzt doch wieder stuck? Also, schön ist, Fischfilet jetzt gemacht haben aus dem Typen. Und vor allem schön einfach mit der Reißzwecke. Die uns aber fast gekillt hätte. Tür? Ich gucke nochmal nach Türen. Wenn ich das Mod warten muss, irgendwann, weil das ist ja der einzige Hinweis, den wir bekommen haben. Halt eine neue Tür. Also die Türsticker halt zum ersten Mal. Oh mein Gott. Deswegen habe ich jetzt überhaupt keine Zeit, hier mit euch zu fighten, Alter. Hau da ab. Ich hab keine Lust. Das Dorf. Gucken, wenn wir den nochmal zurück, neue Sticker holen. Wie man doch hier so manche Sachen echt schon einfach vorab machen kann. Whoa. Tschüss. Was zum... Für das Scheinwerfer? Was soll ich denn mit dem? Tschüss, Mann.
nochmal kurz Sticker holen. Ja, freut sich schon von wegen. Na, brauchst du wieder Geld? Ja, ich muss jetzt mal kurz mal sortieren. Sehr schön. Na, Mann! Gib her den Scheiß. Das reicht. So, zurück. So. So, Chat meint auch schon, dass mit der Brücke müsste eigentlich gehen. Ist nur super fies. Okay, aber das hat auch mit der Brücke, hat er auch gesagt, ne? Was hat er denn nochmal gesagt? Entschuldigt. Nochmal ganz kurz, müssen wir mal gucken. Der macht ja auch den Hinweis dazu und so, ne? Eins gab es eine Brücke. Aber zerstört hat sie der Städte bis des Zahn der Zeit. Wo die Brücke sich einst spannte, befindet sich nun eine Leere. Wieder die Natur der Welt. Es fehlt nicht nur die Brücke, alles fehlt hier. Was meint ihr denn damit? Ey, warum spricht er so kacke in Rätseln, ey? Die Bowlinglichtung, da ist noch der andere Ausgang, wenn wir die Bowlingkugel haben. Das muss ja irgendwie. Das muss gehen. So. Da muss ich einfach mit dem Hammer darüber schlagen. Vielleicht muss ich einfach mit dem Hammer auch, dass ich die Brücke mit dem Hammer mache. Das kann ja auch sein. Ich muss nochmal dahin. Aua! Ich komm dir da hin. Warte. Das ist nur so eine unsichtbare Blockbrücke. So richtig, richtig kacke einfach. Richtig. Ja, aber ey, wir haben Vorbereitungen gemacht, damit wir irgendwann in die vierte Welt können, Leute. Ist kein Problem. Ihr müsst ja, wir haben. Progress war da. Ninji, hau doch mal ab. Halt ohne machen. Na, Dude. Hey, Volarex, danke schön. Hätte dich einfach aus dem Hintergrund grabben? Gib doch mal her. Ey, kann da ein Sticker hinkleben? Na, okay. Warum kann ich da jetzt einen Sticker hinlegen? Was soll denn jetzt? Oh, wie die da ankommen? Die Geräusche. Leute, was zum. Anders hier ein Block oder so? Nee, weil von der anderen Seite irgendwie durch das Tor da durchkommt, das geht ja nicht. Weil das ist ja das Ziel. Da. Wir müssen gucken, Leute. Wir müssen gucken. Vielleicht irgendwo noch ein anderes Blatt oder sowas? Nee. Hopp, Kleiner. Wow. Ey, was soll der Mann? Oh! Ich hab keinen Bock zu kämpfen, Mann. Oh, Alter. Aua! Oh, ich krieg ja so echt Schaden. Wenn ich nicht so lange drin steht, cool. Also, was könnte das denn sein? Der Chat meint gerade schon, die haben schon rausgefunden, das ist mega fies. Aber da ist ja nichts zum Kleben, also muss es ja irgendwas ganz weirded sein. Vielleicht wieder irgendwas umkippen? Vielleicht will ich hier schon mal hin. Ah, da geht's gar nicht mehr hin, toll. Ey, der voll unsichtbare Wand, Wolfies! Ach,
Mann, ey, was soll das denn? Mario, bitte geh doch. Ich hab Hummel im Hintern. Wow, aua. Warum kann der nicht einfach fliehen? Ich muss ihn killen. Krass, ey. Nicht nur am Ende der Runde krieg ich Schaden, einfach echt die ganze Zeit, wenn ich da drin stehe. Einfach so ein...